Hey, willkommen hier am Montag. Du fragst dich vielleicht, warum gibt es ein Tim-Video am Montag? Das gibt es doch immer Donnerstag und Samstag. Das hat einen besonderen Grund. Und zwar wird es diesen Monat etwas Neues geben. Diesen Monat habe ich etwas Neues mit dir vor. Und zwar wird es jeden Tag ein Video von mir geben. Das heißt, jeden Tag neue Videos, wahrscheinlich ein bisschen kürzer, im kürzeren Format. Kannst jeden Tag wieder vorbeischauen, werde gegen wahrscheinlich so 20 Uhr, wie du das auch von Donnerstags- und Samstags-Videos kennst, die Videos hochladen. Jeden Tag sei dabei. Ich freue mich drauf, dass ihr dabei seid. Schreibt in die Kommentare, macht gerne auch Videovorschläge in die Kommentare. Was wollt ihr sehen? Ich habe schon ein paar Themen auf jeden Fall zurechtgelegt, aber freue mich natürlich auch immer, wenn ich Dinge machen kann, die euch interessieren, die für euch passen. So, jetzt legen wir los hier mit dem ersten Video und du hast es im Titel schon gelesen. Es soll darum gehen, was du tun kannst, wenn du mit einer Frau zusammenkommen willst, die aber zu diesem Zeitpunkt nicht mit dir zusammenkommen will. Na, das ist eine Sache, da werde ich immer wieder gefragt, hey, was kann man da machen? Wie kann man die Frau trotzdem bekommen? Also wir gehen davon aus, du hast irgendwie die Frau gefragt oder du bist den nächsten Schritt mit der Frau gegangen, aber sie meint, sie ist nicht bereit oder sie möchte nicht. Und dazu musst du erstmal verstehen, wie denn Beziehungen optimalerweise überhaupt zustande kommen. Viele Männer machen da einen Fehler und denken auch zu Recht, dass sie das in die Hand nehmen müssen. Also vieles im Dating-Prozess musst du ja in die Hand nehmen. Du musst die Frau ansprechen, du musst die Nummer der Frau holen. Du machst optimalerweise den ersten Kurs und du führst auch meistens zum Sex und sorgst dafür, dass ihr euch wieder seht. Aber die Frage nach einer Beziehung, die kannst du tatsächlich der Frau überlassen. Da kannst du tatsächlich so machen, dass du einfach die Frau über einen langen Zeitraum siehst, Spaß mit ihr hast, eine tolle Zeit mit ihr verbringst und dann die Frau von sich aus zu dem Punkt kommen lässt, wo sie sagt, hey, das ist so ein cooler Typ, den will ich in meinem Leben haben oder den will ich an meiner Seite haben. Jetzt frage ich ihn mal. Und dann kommt oft diese klassische Frage, hey, was ist das denn zwischen uns? Oder wohin führt das denn? Ja, das ist dann die Konsequenz daraus, dass du einfach eine coole Zeit gehabt hast, dadurch, dass du regelmäßig Spaß mit der Frau gehabt hast. Und das ist tatsächlich alles, was du machen musst, um eine Frau als Freundin zu bekommen. Triff sie regelmäßig, hab regelmäßig Spaß mit ihr und habt einfach entspannte und coole Treffen. Ja, du kannst gerne über tiefere Themen reden, über komplexere Themen, aber dieses Beziehungsthema musst du überhaupt nicht ansprechen. Und wenn du dann die Frau über mehrere Wochen oder mehrere Monate regelmäßig getroffen hast, dann kannst du davon ausgehen, dass die Frau irgendwann an den Punkt kommt, wo sie sich fragt, oh, okay, ich will mehr von diesem Typen. Und dann wird sie das von sich aus übernehmen. Und das ist wunderbar, das ist genau das, was du möchtest. Du möchtest, dass die Frau von sich aus da rein investiert, dass die Frau sich die ganze Zeit fragt, hey, oh, was ist denn jetzt? Wie sieht er das wohl mit der Beziehung? Wird das klappen? Wird das nicht klappen? Also du möchtest auch, dass das Ganze so ein kleines Mysterium bleibt. Denn das macht die Sache natürlich auch zusätzlich spannend. Ja, wenn die Frau dich regelmäßig trifft und sich immer wieder fragt, oh, was wird denn sein? Kommen wir zusammen? Kommen wir nicht zusammen? Dann ist es einfach spannend für sie. Dann ist es einfach interessant für sie. Und dann kann sie sich über diesen Zeitraum, Wochen, Monate in dich verlieben und dich dann fragen, hey, sag mal, was ist das hier eigentlich zwischen uns? Und zu dem Zeitpunkt musst du nichts weiter tun, als die Gegebenheiten der Beziehung zu klären und zu sagen, hey, Beziehung, ja oder nein. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem Spezialfall, nämlich, was ist denn jetzt, wenn du das gemacht hast? Du hast sie gefragt, oh, Beziehung, hey, was stellst du dir denn vor? Und sie hat gesagt, nein, nein. Ja, so, da gibt es mehrere Optionen. Entweder sie trifft dich trotzdem noch, in dem Fall super, dann würde ich dieses Thema einfach nur beiseite lassen, also einfach nicht mehr davon sprechen und sie davon anfangen lassen, so wie ich es dir eben erklärt habe. Also, wenn sie dich weiterhin trifft nach so einer Nummer, dann triff sie weiterhin, lass das Thema außen vor und lass sie an den Punkt kommen, dass sie dich fragt. Während dieser Zeit solltest du weitere Frauen ansprechen und kennenlernen. Wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, schau dich gerne hier auf dem Channel um, denn da habe ich viele Videos zu gemacht. Sollte es so sein, dass die Frau dich danach nicht wiedersehen will, weil ihr das vielleicht zu viel war oder was auch immer, dann musst du erkennen, dass du in dem Fall eine Frau hast, die einfach ganz andere Vorstellungen hat als du. Also sie stellt sich nicht eine Beziehung vor und du wünschst dir offenbar eine Beziehung, bist aber auch ein bisschen zu früh mit diesem Thema um die Ecke gekommen. Was du dann optimalerweise machen kannst, ist, dass du einfach Zeit verstreichen lässt, dich erstmal nicht von dir aus meldest, das Ganze erstmal ein bisschen ruhen lässt, sodass sie auch nicht noch zusätzlich den Eindruck bekommt, hey, der will unbedingt eine Beziehung und der ist nur auf Beziehung aus und jetzt hängt er mir am Arsch. Weil wenn du sagst, Beziehung und sie möchte nicht, dann ist wahrscheinlich ihre erste Befürchtung, dass du ihr jetzt am Arsch klebst und der hinterherläufst wie so ein Bimbo, wie so manche Männer das halt machen. Und deswegen lass da erstmal wieder ein bisschen Zeit vergehen, melde dich nach, keine Ahnung,
ein, zwei Wochen bei ihr, schlag ein weiteres Treffen vor und dann siehst du ja, ob das funktioniert. Und merke dich für die Zukunft, diesen ganzen Prozess kannst du der Frau überlassen. Du musst einfach nur Spaß haben mit der Frau, hab eine geile Zeit mit der Frau, hab Spaß mit der Frau, sehe sie regelmäßig wieder und dann funktioniert, das passiert von ganz alleine. Das heißt, du kannst dich zurücklehnen, kannst die Füße auf den Tisch legen und dann kommt die Beziehung, die du dir sowieso schon gewünscht hast. Geil, dass du dabei warst hier am Montag beim ersten Video. Schreib mir in die Kommentare, was du für Videoideen hast. Was möchtest du gerne hören? Über welche Themen soll ich hier sprechen? Schreib's in die Kommentare und dann freue ich mich drauf, dich morgen schon wiederzusehen. Bis dahin, ciao.